Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Tja, in der letzten Folge haben wir den Weg nach Akkon gefunden und jetzt werden wir uns wieder um sämtliche Bürger und Aussichtspunkte von Akkon kümmern. Wird natürlich wieder alles in eine Folge gemacht. Werde ich auch wieder doppeltes Tempo vorlegen müssen, nehme ich an. Schrei, wie du willst. Das wird nichts ändern. Tut mir nichts. Bitte. Vorsicht jetzt. Birscheide. Na gut. Dann eben nicht. So wird Blut. Ihr werdet bluten. Verbluten. Nein, das kann nicht sein. Vorsicht, Herr Mönch. Na komm schon. Ich strecke dich. Ach komm, laber nicht. Tod, steh bei. Damit kommt ihr nicht davon. Weg, weg. Dafür wirst du bezahlt. Klar, das war pures Glück, ne? Kommt schon. Dann habe ich den ganzen Tag für euch Zeit. So. Jetzt ist Ruhe hier. Ey, wo kommt ihr denn her? Keine allzu schwere Aufgabe. Ja. Frag mal die hier rumliegen. So, haltet endlich die Schnauze. War das der letzte? Ja. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Ich hab's schon. Okay, dann wollen wir uns mal gleich die Gelehrten schnappen und nach Akkon rein marschieren. Und wir haben einen weiteren Synchronisationsbalken. Würdet ihr uns vorbeilassen? Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Such doch. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Ich kann die hier übrigens nicht steuern oder das Tempo beeinflussen. Hab mich einfach unter die gemischt und fertig, lustig. Obwohl man das eigentlich sehen müsste, dass er keiner ist, aber naja, gut. Einbringen. So. Aussichtspunkt. Dort haben wir schon den ersten. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Ihr solltet aufhören, anderen Leuten Vorschriften zu machen, wie sie sich zu benehmen haben. So, hopp. Oh. Bogenschützen auf den Dächern. Jetzt sind hier tatsächlich welche. Ha. Damit du mir nicht auf den Sack gehst. Hast du noch nicht genug gejammert? Du kannst wohl nichts anderes. Da unten war wohl schon ein Bürger in Gefahr. Hä? Hey. So, hopp. Zum Glück sind die hier nicht allzu hoch. Aussichtspunkte. Noch nicht. Es wird welche geben, da müssen wir sehr, sehr hoch klettern. Dürfte sogar schon in Sichtweite sein. Ja, dort hinten. Auf den Turm müssen wir irgendwann mal. Irgendwann, aber nicht jetzt. So, wir haben ja auch schon gleich einen Bürger in Gefahr und eine Flagge, die uns im Weg steht. Hospitaliter. Du bist kein Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Haltet ein, bitte. Ihr Bewegung. Tut mir weh. Haltet euch fern von mir. Heide. Komm, repariert lieber das Ding hier. Ich
Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, also ist ein Mörder in damit der Nähe. Sie wissen, wie sich ein Wahrheld benimmt. Ja, der Mensch war's. Ich nicht. Okay, nächster Aussichtspunkt. Hier. Furcht und Zweifel sind die Waffen unserer Feinde. Hört nicht auf ihre Lügen. Vergiftete Worte, die nur die Sache verwirren. Wow. Könntet ihr vorsichtiger sein? In meinem Alter können auch die kleinsten Dinge tödlich sein. Ach, bitte. Ab. Okay, der ist ein bisschen höher als vorhin, aber egal. Du gehst mir nicht auf den Sack. Okay. Puh. Ein etwas größerer Wachturm, aber na gut. Und hopp. Dann haben wir hier schon den nächsten. Wie gesagt, bei den Folgen mit Bürgern und Aussichtspunkten lege ich jetzt immer ein bisschen Tempo vor. Normalerweise lasse ich mir da ein bisschen mehr Zeit, aber wer will das schon? Hier haben wir wieder eine Hospitaliter-Flagge, okay. So. Damaskus hatte mehr so einen bräunlich-rötlichen Flair hier vom Licht her. Damaskus, Akon, hat eher so einen grau-weißen Schleier. Pass doch auf! Tut das nicht noch einmal, verstanden? Pff, mach was ich will! Ah, und hier trifft man auch auf diese Bettlerinnen, die einem ständig in den Weg springen. Wow. Vor meinen Augen zu stehlen? Kostet euch euren Hals. Das ist aber viele hier. Was gibt es? Das tut weh. Hinfort. Nein. Hier endet dein Leben. Zack. Bring euch zur Strecke! Na, versuch's doch. Bis jetzt hattet ihr damit nicht allzu viel Glück. Der war gut. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ich werde mal aufs Kurzschwert wechseln, ne? Einfach nur ein bisschen Abwechslung reinbringen. So, nächster Aussichtspunkt. Hör doch auf. Von Akon, hört her! Garnier von Nablus ist ein guter Mann. Er möchte euch helfen. Klar. Er hat einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen. Da haben wir schon unseren ersten Propagandaredner, den werden wir auch irgendwann besuchen müssen. Die Schmerzensschreie hört er. Aber ich greife schon wieder vor. So. So. Aussichtspunkt erledigt. So, hier haben wir den nächsten Bürger in Gefahr. Halt die Klappe, Mann. Gib mir doch ein bisschen Geld. Nein. Wenn ich könnte, würde ich es vielleicht. Aber hier kann man noch keine Münzen werfen. Das klingt aber böse. Vor meinen Augen zu stehen, das kostet euch euren Hals.
Ihr strapaziert meine Geduld. Ich bin gerade erst angekommen. Halt, ich wollte doch das Kurzschwert nehmen. Das ist zu einfach. Säcke. Oh, der ist ein Mörder. Die versuchen dasselbe bloß mit mir. Na kommt schon. Ich warte. Gut. Danke. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja, schön. Jetzt hör auf zu reden, ja? Wer kann sowas getan haben? Das ist furchtbar. Ist es nicht. Es ist alltäglich. Also hört auf, es euch so naiv zu geben. Stimmt? Hier oben, okay. Hopp. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Oh, wow, wow, wow. Hier passt einer auf. Da passen noch welche auf. Alter. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Tu ich aber. Noch jemand, der sich beschweren will? Nun gut. Wo hast du dich verkrochen? Okay, hier ist noch einer, der sich wahrscheinlich beschweren wird. Und dort hinten auch noch. Ich habe keine Lust, hier Pfeile abzukriegen, wenn ich da hochkletter. Auch wenn es nicht lange ist. So. Geht mir sowieso auf den Sack. Das sind unsere Dächer. Steht euer Name drauf? Nein. So. Der wievielte ist das jetzt? Fünfter? Keine Ahnung. Ah, der fünfte von 11. Ach du Scheiße. Ich muss mich ein bisschen ranhalten hier. Das soll immerhin alles in einer Folge sein. Falsche Richtung. Noch aus der. Ja, klar. Von anrempeln. Geht doch mal weg. Lass mich los! Bewegung! Vorsicht jetzt! Vor dem Heiden! Na los! Euch strecke ich mit geschlossenen Augen nieder! Ja, das würde ich lassen. Okay. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Kommt die mir noch mit Attitude, also echt. Ich hätte es auch alleine geschafft. Ja, wo denn? Auf einer Pritsche liegend? Okay. Hopp. Der nächste Bürger wartet schon. Ein merkwürdiger Mann. In Assassin's Creed 2 reagieren die da deutlich angenehmer. Von wegen Frauen, von wegen, der ist aber sportlich. Ey. Misch dich hier nicht ein. Was denn noch? Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Was ist das? K.
Okay, das waren die Hälfte der Bürger. So, jetzt hier lang. Erzähl mir was Neues. Pff. Ihr habt einen Menschen getötet? Nein. Das halte ich für ein Gerücht. Hey. Okay, wow, 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 wow. Ich habe Hunger, nur ein paar Mützen. Ich sehe euch an. Nur hilft mir doch jemand. Stirb, du Lied. Mach doch mal los. Reicht's. Noch hast du nicht, doch nicht. Diese Mann bekommt wieder Meuchel. Na, kommt schon. Ich den ganzen Tag für euch Zeit. Okay. Danke, danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. So mag ich das, wenn sich die Bürger kurz fassen in ihrem Dank und nicht gleich ellenlange Reden halten. Geh weg. Okay, hierauf. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. So. Aussichtspunkt. Da haben wir schon den nächsten Bürger. Ich hab doch nichts getan. Warum tu dir das nur? Aus dem. So. Das sehe ich nicht so. Ach. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, schön, aber lass mich jetzt gehen, ja? Gehen lassen, danke. So, jetzt hier der nächste Aussichtspunkt. Herr, erwarme dich um sie. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Geh dich einen Scheiß an. So. Wer hat das getan? Zeigt euch! Wie komme ich denn jetzt hier am dümmsten rauf? Über die Nebengebäude. Ein seltsamer Mann. Okay. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert. Was stimmt nicht mit ihm? So. Hier ist das Fenster offen. Ist ja auch mal was Neues. Noch nie gesehen vorher. Gut, das Fenster ist nicht offen, das ist kaputt, aber... Ach, da ist doch eine Leiter, Mensch. Mochte klotzen auf. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Minuten, bitte. Vorsicht! Fall nicht runter! Meine Familie. Tag auch. Okay, der Turm dort. Ja. Was war denn das jetzt, Alter, hier? Oh, wieso hält er sich nicht fest, Mensch? Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Gut, hier gibt es mehr Bürger, mehr Aussichtspunkte, deshalb wird das auch ein bisschen länger dauern hier. So, dieser Aussichtspunkt, verdammt nochmal. Toll. Ja, aus dem Weg. Hau ab. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein. Was tut dieser Mann denn? Ja, es wäre nett, wenn du klettern würdest. Ihr habt hier nichts. Oh!
geht. Komm her. Ihr könnt mir nicht entkommen. Bin ich schon. So. Hopp. Okay, noch einer der hier. Ja. Der wird auch rumstenkern. So. Okay, das klappt so nicht. Gut, wir werden uns wohl irgendwo anders. So, und wehe, du hältst dich nicht fest. Geht doch. Na los, rauf auf den Balken, Mensch. Ah, manchmal die Steuerung. So, hopp. Das war erst der 7. und wir haben schon 20 Minuten weg. Mann. Gut, ich muss aber auch dazu sagen, dass Akon etwas größer ist als Damaskus. Sollte man nicht dabei außer Acht lassen. Wow. So, wieder ein Bürger in Danger. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe. Stirb, du Dieb! Hinfort, Mönch! Angeber. Wo ist hier ein Mönch? Na und? Passiert doch keine Sau. Hey, hey, hey! Mischst du dich doch nicht ein! Ja? Weil der sich noch bei unserer Fersen geöffnet hat. Ja, verdammt nochmal, wer ist denn hier noch? Okay. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Ja, auf dem Rücken liegend. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzuhalten. Oh nein, wie schrecklich. Nicht so ein religiöses Gequatsche schon wieder. So, wieder ein Synchrobalken dazu. Langsam wird die Leiste doch richtig schön groß. Na komm. Okay. Da ist wieder ein Bürger in Gefahr. Nein, zum Glück direkt in der Nähe. Habt ihr etwas zu sagen? Ja. Oho. Na, schlage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnst. Ich gewinnen kann. Am Arsch. So, krach. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Wer würde so etwas Verwerfliches tun? Verwerflich? So. Dieser ist der nächste. Hier drüben! Eine Assassine! Haut doch ab! Ich weiß, dass du mich verstehst! Warum würde jemand so etwas tun? Und hopp, hopp! Erstmal die Drecksäcke loswerden, so. Nein! Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Bauer. Ja. Ach, ist immer schön, wenn sie einem einen Grund geben. So.
Wieder ein Aussichtspunkt. Verdammt, wieso sind hier so viele? Zwei Aussichtspunkte noch, hm? So, erstmal der Bürger. Gehen wir weg. Informant. Psäh. Ob er wohl einen Grund für seine Tat macht er da? Und hopp. Was? Mir denn Blut. Heide! Ihr endet dein jetzt Leben! Du sterben! Ja, aus dem Weg! Doch, kannst sehr wohl. Hey! Wuhu! Weg da, weg da! Ich strecke dich nieder! Ja, ein Trash-Talk könnt ihr sein lassen. Oh Gott! Bringt mich nicht zum Lachen! Will er oh, weg! Weg! Und letzter. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann, aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Mag ihr vorgefallen sein? Wer würde so etwas verwerfen? Nun gut. Wo hast du dich verkrochen? Keine Ahnung. Such mich doch. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Meine Mutter darf nicht hier sein. Wow, 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 wow. Okay, wir müssen hier ein bisschen an der Grenze zu diesem Gebiet hantieren, aber ne, mein Gott. Festhalten, Alter, ihr verdammt nochmal. Oh. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Fürchtet euch nicht. Furcht und Feinde. Egal, wer sich verletzt, ihr werdet nicht helfen. Hier ist jeder sich selbst der Nächste. Vergiftete Worte, die nur die Saat der Verwirrung säen. Solltet ihr euch versucht fühlen, geht und betet. Oh Mann. Ich hätte echt nicht in dieser Zeit leben dürfen. So. Noch ein Aussichtspunkt. Ich schätze mal, hier ist dann auch der letzte Bürger. Hau ab! Warum hat er das getan? Von Gott abgewendet. Und so straft er uns. Sendet Horden heidnischer Krieger, ab, um sich vor unseren Tod. Bin fort, Bettler. Wollt ihn nur zum Schweigen bringen. Okay. Doch richtig gesehen, dass hier eine Leiter steht. Wer hat mich im Visier? Mensch. Okay, noch höher. Okay. Ja. Etwas komischer Aussichtspunkt, aber ist in Ordnung. Gut, Leute, jetzt haben wir nur noch den einen Bürger zu retten. Und dann ist das hier auch schon wieder getan. So. Weigerst du dich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen? Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so steht Mann. Euch an, unser König und Retter. War knapp, hätten beinahe angerempelt. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen, du Heimleider. Oh, das haben sie jetzt aber schnell mitgekriegt. Hoho. Beziehungsweise sie haben schnell reagiert. Damit kommt ihr nicht davon.
Trash-Talk hätte echt sein lassen. Oder mal aufpeppen. Da! Muss der sich wieder einmischen? Shit. Okay, die schmeißen mich hier ein bisschen rum. Wow, die beherrschen Konter. Na komm schon. Oh, 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 oh. Der ist gut. So, Dreckschwein. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ne? Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Mein Gatte wird von eurem Blut erfahren. Bla, 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 bla. Ist mir doch scheißegal. So. Jetzt können wir zu unserem Verbindungsmann gehen. Hopp. Er wird sich noch verletzen und wenn das passiert... Kletter hoch, Alter, ihr verdammt nochmal. So. Hier drüben haben wir ihn ja schon. Hopp. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt den Cut und in der nächsten Folge reden wir mit dem Verbindungsmann und lösen die Ermittlungen um den Fall Garnier in der von Nablus. Also, tata!